Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Looped. Ich dachte eigentlich, ich kenne dieses Game vom PC, aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich glaube, das ist was ganz anderes. Es ist nicht dieses typische Pipeline-Rohre bauen von A nach B, sondern es ist irgendwie was anderes. Schauen wir mal. Machen wir Level 1 oder Level 0? Machen wir Level 1. 3, 2. Okay, und ich setze mit B, genau. Aha. Okay. Ja. Sehr gut. Und jetzt? Aha. Ja, genau das brauche ich. Und jetzt habe ich einen Loop. Genauso funktioniert das. Das setzen wir dahin. Das setzen wir dahin. Immer schön einen Loop bauen hier. Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Das gehen wir da in die Ecke. Das können wir darauf geben. Ich brauche eigentlich. Okay, das ist mega unnötig gerade. Wo gehen wir das hin? Gehen wir das daher? Okay, da ging es nicht. Warum auch immer. War ich zu langsam? Ja, den brauche ich. Super. Okay, brauche ich eigentlich auch gar nicht. Und daher. Ja, es wird schon schwieriger. Das brauche ich wieder so überhaupt nicht. Mit diesem gleichen Mist kriege ich. Was soll ich damit anfangen? Riesenrohr. Nein, brauche ich nicht. Ah, ich kann die Dinge auch noch drehen mit A. Oh, das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Und aus ist. Okay, jetzt habe ich das gecheckt. Ich kann die Dinge auch noch drehen. Das macht es einfach. Okay. Probieren wir das gleich nochmal. Nein, brauche ich nichts eingeben. Geht schon. Next. So, da. Nein. Sehr gut. Einmal runter. B ist setzen. A ist wechseln. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Da. Okay, Riesen. Das kann ich jetzt so wechseln und hab schon eine Lupe. Okay. Machen wir das so. Das da oben ran. Na, geht doch. War noch ein gerade. Das ist nix. Das setzen wir da runter. Okay, das können wir eigentlich da hinsetzen. Ein gutes Spielprinzip. Der Sound ist ein bisschen zart, muss ich sagen. Aber der Rest gefällt mir eigentlich ganz gut. Man, will ich das so zum Spaß spielen? Ohne Let's Play eher nicht. Wobei, vielleicht ist es zu zweit ganz okay. Könnte ich mir trotzdem ganz gut vorstellen für die Switch. Für die, ihr wisst schon, Virtual Konsole für die Switch. Nintendo Online, warum sie es nicht mehr Virtual Konsole nennen, weiß niemand so genau. Okay. Das ist schon wieder so ein großes Ding. Ah, sehr gut. Wieder eine gerade. Gerade könnten sie ruhig ein bisschen mehr hinsetzen. Noch eine gerade. Machen wir doch das mal das hier fertig. Ja.
Ja, ich fürchte, es ist zum Zuschauen jetzt nicht so der Hit. Aber jedes NES geht mindestens 10 Minuten lang. Ich kann euch ein bisschen was anderes erzählen, was ich sonst noch so zocke. Aktuell zocke ich sonst noch City Skylines auf der Switch und habe jetzt von dem Kumpel gerade gehört, dass wenn die Städte so richtig groß werden, so wie sie eigentlich werden sollten, das Ding ein bisschen zum Ruckeln anfängt. Also bei mir ist es noch nicht so weit, aber jetzt habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich auch bald diesen Punkt erreiche. Na, mal schauen. Noch bin ich ja nicht so weit. Bei City Skylines habe ich gerade mal, ich glaube, ich bin noch unter 5000 Einwohner. Aber ich habe schon das große Krankenhaus und so weiter und bin bei City Skylines gerade dabei, meine Heizsystem auszubauen, also diese Warmwasserrohre da zu legen. Was soll ich denn damit jetzt anfangen hier? Come on. Da kann man das abschließen. Sehr gut. Riesenrohr schon wieder. Ja, da kann ich das einbauen. Sehr gut. Soll ich denn damit schon wieder? Okay, machen wir das einfach da. Aha. War jetzt zu langsam oder wie? Was war jetzt los? Nicht aufgepasst. War ich zu langsam? Zu viel gesprochen und zu wenig gedacht? Bekanntes Problem von mir beim Let's Play. So, da. Wie? Da rein schnell noch. Es wird schwieriger. Muss nicht beeilen. Könnte ich nicht mal endlich eine Gerade haben, Leute? Was soll ich mit dem ganzen Schmarrn? Ich will ein kleine Gerade. Was mache ich damit? Kleine Gerade, habe ich gesagt. Was soll denn der Mist hier? Ja, da rein. Und weg damit. Da noch eine Gerade. Wo kann ich denn noch eine Gerade hinbauen? Da. Und da brauche ich schon wieder einen Abzweiger. Boah, ich sehe mich da schon überhaupt nicht mehr raus. Ich glaube, ich werde jetzt gleich drauf gehen. Da ist noch ein Loop. Fertig. Dann muss ich da unten hingeben. Dann habe ich die Option da für ein langes, genau. Ich wusste, da wird bald wieder eins kommen. Machen wir das da mal zu. Kann ich das eigentlich so drüber bauen? Nein, das geht natürlich nicht. Ah, Zeit aus. Sehr gut. Fettes Loop hier. Fettes Loop. Jemand macht doch mal ein fettes Loop. So, da ist schon wieder so eine Ecke. Come on, wieder so ein fettes Ding hier. Soll ich denn damit schon wieder? Nein, ich brauche keine Winkel. Schaut nicht hin, so. Ich will mal mit jemand eine Gerade geben. Nein, was soll ich damit anfangen? Was ist das zum ein Universal-Dingsi-Bumsi? Was ist das? Ich habe keinen Platz mehr. Was ist jetzt wieder? Was soll ich damit? Ich möchte das noch fertig bauen. Aber was ist wieder immer absurder hier? Wie lange spiele ich eigentlich schon?
Was kann ich da nicht hingeben? Kein Platz mehr. Ich glaube, ich bin Game Over. Und ich bin eh schon bei 10 Minuten. Loopt's am NES. Nein, jetzt ist nicht unbedingt das beste Game zum Let's Playen, finde ich. Man muss sich relativ konzentrieren. Das ist schon ziemlich zart. Das ist eher was, sowas, was man zum Einschlafen spielen könnte. Naja, Loopt's am NES. Okay. Kann man sich schon mal reinsehen. Ist ein gutes Spiel. War damals sicher ganz cool. Vielleicht auch zu zweit ganz nett, aber... Naja. Naja, was soll ich auch sagen. Habe ich... So, jetzt ist der Endscreen da. Wunderbar. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Über 300 NES-Games habe ich bereits gezockt. Da unten könnt ihr abonnieren. Jeden Tag ein neues NES-Video für euer Postfach. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch und über Kommentare, Leute. Kommentare zu Loopt und was auch immer. Hauptsache NES. Ich sage ciao, ciao und bis morgen.